CO2 aus der Luft filtern, nennt sich Direct Air Capture. Lufthansa dabei, andere Fluggesellschaften dabei, aber auch Airbus. Dann haben wir noch ein Deal Zone Alert, und zwar haben wir einen Superpreis aus Skandinavien nach Dubai, diesmal mit Oneworld. Dann haben wir noch ein Reminder quasi, damit ihr euch da an dem Deal nicht durch Vergessen schuldig macht. Insofern eine Erinnerung, IHG Diamond oder Platin Status Erinnerung. Und was haben wir noch? Air France KLM Delta. Wann sage ich die Sachen zusammen? Wenn es um ITER geht. Und die haben irgendwie in der Nase so ein Gefühl, ne? Dass es vielleicht für sie aufwärts geht. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Denkt dran, heute auch wie immer an den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und zu kommentieren. Danke dafür. Und ganz wichtig natürlich, den Algo damit ein bisschen pushen. Das hilft uns ungemein. Wir schauen uns das Ganze einfach mal genauer an. Was ist das Thema? Und zwar, wenn es darum geht, um Direct Air Capture. Und zwar ist dieses Verfahren ein Verfahren, was als Zwischenlösung gedacht ist. Das heißt also, dass man das CO2, was man ja irgendwie auf in die Atmosphäre bringt oder irgendwo hinbringt, in die Erde pumpt. Und dann gibt es so irgendwo in West Texas und dem Südosten von New Mexico ein Werk, das dieses vollbringen kann. Und dort steht die größte Direct Air Capture Anlage der Welt. Logischerweise DAC, und dann, weil es die erste ist, DAC 1. Ab 2024 soll das Werk laufen, massenweise CO2 aus der Luft in das Erdinnere bringen, in den Gesteinsschichten im Untergrund des Permbeckens gepumpt. Wo es für immer bleiben soll, ja. 1 Million Tonnen des Klimagases sollen aus der Luft geholt werden und damit, naja, vernichtet ist es nicht, aber es ist halt unschädlich gemacht. Wie ich sagte, ist es halt als Zwischenlösung gedacht. Und warum? Ganz einfach, weil man damit vielerorts mit dieser Technologie etwas machen kann, wovon viele einfach träumen. Weil wir müssen natürlich realistisch sein. Fliegen ist nicht CO2-neutral. Es geht nicht, dass man da auch immer mit Wasserstoff oder mit anderen Dingen fliegt, weil es einfach im Moment noch nicht möglich ist. Deshalb muss man halt einfach gucken, dass man das vielleicht rausfiltert. Und dieses Direct Air Carbon Capture and Storage, die wollen einfach 1 Million Tonnen aus der Luft rausholen, dann dadurch halt eine Art Zero Emission haben, indem man das da unten einspeichert. Jetzt setzt dann natürlich 7 Fluggesellschaften drauf, dann auch Airbus, eine davon ist die Lufthansa, und die haben gemeinsam eine Absichtserklärung mit 1.5 gemacht, wo sie sich diese Gutschriften dann holen und für 400.000 Tonnen einmal unterschrieben. Das heißt, sie nehmen dem Unternehmen einen Teil seiner Produktion ab in 3 Jahren, also das heißt zwischen 25 und 2028. Die Aussage da ist ganz einfach, da die Luftfahrtindustrie, die in der Atmosphäre freigesetzte CO2-Emissionen nicht an der Quelle abfangen kann, wäre eine Lösung zur direkten Kohlenstoffabscheidung und Speicherung ist der Branche ermöglichen, die entsprechende Menge an Emissionen aus seinem Betrieb direkt aus der atmosphärischen Luft zu gewinnen. Und so kann man halt einfach sehen, dass wenn man auch noch nachhaltiges Kerosin rausholt, dass man damit wirklich den CO2-Anteil noch mal reduzieren kann. Aber es bleiben halt immerhin noch 20% CO2. Und unter anderem wollen dafür, und jetzt kommen natürlich die Fluggesellschaften Air Canada, Air France, KLM, EasyJet International Airlines Group ist IAG, kennen wir ja alle, also British Airways und Konsorten, LATAM, Lufthansa und Virgin. Und die wollen halt diese verwenden. Immer noch unerschwinglich teuer ist es halt wirklich so, dass das Erreichen der Netto-Null-Emission bis 2025 nicht wirklich so geht. Bei der Lufthansa Group ist Caroline Drischel, die ist dafür zuständig und sagt, ja, bis 2050, das ist ein Problem. Und darüber hinaus erforschen wir neue Technologien wie fortschrittliche und sichere Verfahren zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid.
wäre doch mal was, ne? Also man hat natürlich jetzt eine Möglichkeit gefunden und natürlich ist der Prozess kapital- und energieintensiv. Da muss man halt gucken. Was haltet ihr davon? Ist das für euch nur ein Feigenblatt oder ist das etwas, wo ihr sagt, hey, das ist wichtig, das sollte man tun? Was wichtig ist und was getan worden ist, ist, dass die Piloten und Pilotinnen von Scandinavian Airlines sich geeinigt haben. Ja, der Vertrag ist für beide Seiten eine Übereinkunft. Und nachdem man über 2 Wochen gestritten hat, jeden Tag da so roundabout 9 bis 12 Millionen Euro verballert hat, das waren die Kosten, Passagiere da auch von betroffen waren, haben hunderte von Piloten diesen Streik jetzt beendet. Und am Dienstagmorgen hatte ich ja das auch in der SAS-Gruppe gepostet. Es ist vorbei. Also man hat jetzt keinen Streik mehr. Man kann jetzt endlich wieder den normalen Betrieb aufnehmen und unsere Kunden ihren ersehnten Sommerurlaub fliegen. Das sagte Anko van der Werf. Er bedauert es wirklich, dass das so war. Aber warum oder was war das Problem? Es ging halt wirklich um die 450 entlassenen Piloten in der Pandemie und die sollten halt wieder zurückkommen und Vollzeit eingestellt werden. Und man hat sich jetzt geeinigt, dass innerhalb der nächsten 2 Jahre diese Pilotinnen und Piloten zurückkommen. Und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle ist halt auch, dass die Piloten natürlich ein bisschen Einbußen beim Gehalt haben, aber viele wollen halt bei SAS arbeiten und somit ist es halt eine sehr, sehr gute Geschichte. Wenn man sich das Ganze anguckt, dann ist das ist die ganze Veranstaltung kostenweise bei 1,5 Milliarden Kronen gewesen, also 140 Millionen Euro. Krasser Preis, oder? 3.700 Flüge sind nicht stattgefunden und 370.000 Passagiere waren betroffen. Der Vertrag ist eine langfristige Lösung und die Kosteneinsparung von 710 Euro, da ist man wirklich näher gekommen. Hätte auch einfacher sein können, aber wegen des Umstrukturierungsprozesses muss natürlich, Umstrukturierung heißt übrigens, dass man in den USA Chapter 11 gemacht hat, also diese Inso-Nummer, und da muss halt USA einmal da zustimmen. Wer auch zustimmen muss, das ist der italienische Staat. Die ITA, die hat ja in Farnborough ihren 350-900er zum Beispiel stehen. Ich finde ihn sehr hübsch, aber die ITA ist immer noch nicht verkauft, ist immer noch nicht in trockenen Tüchern. Denn in Italien gibt es eine Regierungskrise, die halt wirklich ein Problem ist. Und dadurch, dass keiner im Moment natürlich Zeit hat, dafür zu entscheiden, ich meine, ich hätte ja auch als Mr. Draghi da andere Probleme, hat Carsten Spohr, obwohl er das auch schon gesagt hat, wir sind nicht zufrieden, denn wir merken, dass sich die Privatisierung zu verzögern scheint. Und im Juni wollte er damit halt sanften Druck ausüben. Wobei ich finde das schon ein bisschen mit der Holzhammer-Methode. Aber nichtsdestotrotz, das Rechts-Links-Bündnis in Rom ist halt vor dem Bruch. Und das scheint für die KLM Air France, Delta und Certares die Möglichkeit zu sein, die Freunde der Lufthansa und der MSC Blinker links und vorbei abholen. Und nach einem Bericht der Zeitung Il Messaggero sind Air France, KLM, Delta und Certares mit deutlich nachgebessertem Angebot gekommen. Ja, konkret soll Italien ein Vetorecht bei strategischen Fragen und Einfluss auf die Besetzung des Top-Managements erhalten. Ich denke mal, wenn man dann mit 80% sich von 20% da drangsalieren lässt, hey, okay, cool, aber das ist ja dann wieder so eine italienische Lösung. Auch wenn man halt wirklich eine stärkere Rolle bei den Transatlantikflügen bekommen soll in Rom, innerhalb des Sky-Teams. Alles okay, aber man muss der Ehrlichkeit halber sagen, es ist ein Problem, weil dann kommen dann wieder solche Nummern raus, wo man dann irgendwelche Kompromisse macht und wahrscheinlich dann wieder, ja, jetzt ist nicht so rund läuft. Aber schauen wir einfach mal, ob es die italienische Lösung ist oder ob es eine deutsche Lösung ist mit der Lufthansa und der MSC. Status, ein wichtiges Thema. Ich selber bin kein Freund der IHG, aber das Programm ist umgeändert worden. Deshalb sollte man denen ein neues Mal die Chance geben, sich zu verbessern. Und zwar ist es so, dass IHG Rewards hat eine Status-Match-Challenge gemacht. Und man kann direkt unterschreiben und dann bekommt man einen Instant-Platin-Status für 120 Tage
oder halt bis Ende 2022. Und dann muss man innerhalb dieser Zeit 5 Nächte, also innerhalb von der 120 Tage 5 Nächte machen, dann kriegt man den Status bis 2023. Wenn ihr jetzt sagt, hey, ich mache 15 Nächte, dann kriegt ihr sogar den Diamond-Status, der eigentlich auf dem Papier relativ tipptopp aussieht. Und jetzt kommt das Spannende. Dieses Angebot ist für alle, die auch einen Status haben. Das heißt also, wichtig ist, dass man außerhalb von Greater China wohnt. Aber ansonsten muss man sich bis zum 31.07. anmelden. Und wichtig ist natürlich, dass Freinächte nicht gelten und Nächte, die weniger als $30 kosten. Was sollte man noch sagen? Schaut es euch selber an, meldet euch an. Es gibt Hotels, die gehen, das wäre Accor, Best Western, Choice, Privilege, Hilton, Marriott Bonvoy, Radisson, World of Hyatt und Wyndham. Die Platinum und Diamond Benefits, soll ich da kurz drauf eingehen? Eher nicht, aber was ich halt cool finde, ist dass jetzt wieder da Frühstücke sind. Ihr geht natürlich dann natürlich nicht über die Milestone Rewards, weil ihr natürlich die Nächte dann nicht macht. Also insofern, die Milestones sind zwar interessant, aber schaut euch das Ganze mal an und damit seid ihr dann Elite-Mitglied bis 2023. Von Oslo nach Dubai für 940 Euro in der Business Class. Return. Ist ein Return. Hin- und Rückflug. Ist doch tipptopp, oder? Und zwar, wenn ihr mit der Finnair fliegt, dann ist es so, es gibt keine Restriktionen. Es sind 2 Stopover erlaubt in jeder Richtung. Das Ticket ist nicht refundierbar, ist nicht zu stornieren. Aber Änderungen wie immer gehen natürlich gegen Revalidation. Und wenn ihr das revalidatet, dann könnt ihr natürlich immer wieder natürlich bezahlen. Und zwar die Fare Difference. Wenn man sich die Punkte anguckt, dann gibt es bei Alaska, British, aber auch bei Iberia 8.298 Punkte oder Meilen. Und dann, wenn man selber bei Finnair sammelt, da gibt es dann, wo habe ich das denn? Habe ich Finnair gar nicht nachgeguckt? Ich habe Finnair gar nicht nachgeguckt. Das ist natürlich, er zeigt es mir lustigerweise bei Dings nicht an. Das ist ja eine coole Sache. Finnair wird nicht angezeigt. Müsste ich nachreichen, aber insofern bleibt es spannend. Qantas geht es wieder nicht, weil ihn natürlich da 0 Meilen bringt, nur dass ihr es wisst. Spannend, dass ich das dann bei Where to Credit gar nicht... Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber nun gut, dann müssen wir das einmal nachreichen, nachberechnen und ihr einfach den Kanal weiter abonnieren, damit ihr einfach diese Nachricht im Nachgang bekommt. Oder ich werde sie unten posten und werde da dann das sagen. Aber in der englischen Variante ist es drin. Ganz bestimmt. Also, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst uns ein Like da. Aber, ganz wichtig. Aber, kommentieren. Also, danke, dass ihr es heute gemacht habt. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. War ja auch nicht allzu lange. Wir sind knapp unter 14 Minuten geblieben. Deshalb schnelles Ende, danke und bis morgen in alter und frische bei eurer täglichen Dosis mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status. Ja, jetzt tschüss, so aus.